Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ich befinde mich auf dem Weg zur Allianz und mit mir dabei ist der Maxi. Hallo. Und der zeigt mir einfach mal, was die Allianz so gebaut hat. Da bin ich gespannt. Wir müssen so ein kleines bisschen hinpaddeln. Die haben sich nämlich sehr, sehr weit von allen anderen aufgebaut. Ja. Aber das hat bestimmt auch Gründe. Vielleicht damit sie mehr Platz haben zum Bauen. Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Da kommt man nämlich nicht jeden Tag mal vorbei. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, hier muss ich hin. Ich gehe mal gucken. Ich weiß, wenn dass ihr in der Nähe von dem Dorf gebaut hattet, in der Nähe. Genau, also bei dem Dorf, wenn du da so einen kleinen Schwarzeichenholzbiom siehst, dann kannst du da einfach über einen Fluss. Und also dann hier über bin ich zumindest schon mal im Dorf. Das schöne Dorf. Ja, dann sollte es irgendwo einen Fluss geben mit Schwarzeichenholz und daneben... Also so Sand, dann ein Fluss mit Schwarzeichenholz leicht und dann nochmal Wüste. Das klingt ja nach viel. Da ist ein Fluss. Da ist nochmal Schwarzeiche. Ich würde sagen. Ja. Okay. Muss ich unten lang laufen? Da kommt die Schwarzeiche. Warte, ich guck mal. Ich hab den Namen falsch eingegeben. Ja, hab ich. So, hier ist der Schwarzeichenwald. Ich guck mal kurz bei einer Live-Map, dann kann ich's dir sagen. Ja, aber ich bin bestimmt schon gar nicht so verkehrt. Wenn nicht, dann... Weiß ich wie. Was? Spielst du sogar im Ark? Ich spiel jetzt. Nee, jetzt gerade nicht. Nee, aber. So mein ich. Allgemein spiele ich Ark, ja. Ich hab's nicht auf dem Ding. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Oh, ich muss mal ein Stückchen in die Richtung. So, wir haben mal eben geguckt. Die Richtung. Ich läuft noch gar nicht vorbei. Das ist nur Video. Alles gut, ich finde dich schon. Also der Weg ist ein bisschen weiter. Die haben sich halt echt ein bisschen eingemummelt, würde ich mal sagen. Ich glaube aber, da hinten sehe ich schon was. Ja, wir haben jetzt halt auch so, jetzt hat jeder so gesagt einen Berg oder eine Insel. Luca hat einen Berg, ich habe eine fliegende Insel und Jakob hat einen neuen Berg. Ihr seid zu dritt, ne? Genau, wir sind zu dritt. Jakob wollte, dass Luca sein Haus baut. Luca hat ihm so ein Anfangsstativ gebaut, so gesagt, vom Haus. Jetzt will er aber nicht weiterbauen und den Rest soll halt Jakob eigentlich bauen. Das Wieso will er nicht weiterbauen? Hat er keine Lust mehr? Ja, es ist ja der Berg von Jakob. Also ist auch Jakobs Haus so. Ach so. Jakob will halt, dass er... Ja, du weißt, was ich meine. So, bist du unten schon? Ich sehe dich. Ich komm mal kurz runter. Ich hab mal so ein paar Freunde mitgebracht. So, ich bin ja mal gespannt, was drei Mann so gebaut haben alles. Ein bisschen viel. Ich hoffe. Ich hoffe, wir haben ja mit zwei Mann auch relativ viel gebaut. Ich habe leider keinen Spitzhacke. Wofür? Muss ich mich hier reingraben? Nee, da hinten gibt es zwar auch einen Eingang, aber... So, dann musst du damit drum rum. Eingang. Wo ist denn der Eingang? Wait, komm. Zumindest, ja, du musst einmal jetzt um die Base rum. Ach. Außer du gehst jetzt über die... Ding. Also. Nee, ich nehme schon den richtigen Eingang. Okay. Warum ist da hinten offen? Weiß ich nicht. Ich war's nicht. Oh, ist offen. Nee, ich habe hier die Erweiterung, wo du gerade drum gehst. Die habe ich nicht mitgebaut. Ja. Da sitzt sowas drin. Okay, das ist aber nicht der richtige Eingang hier. Na, das sollten zwei Eisentüren sein. Muss noch ein bisschen weiter. Das ist nicht der richtige Eingang. Ja, macht nix. Ich muss nur irgendwie... Oh. Okay, das reicht. Das kann ich einmal außen rum. Ja. So. Jetzt bin ich bestimmt gleich da. Okay. Warte mal, wo ist denn jetzt der Eingang?
Ach, da ist der Eingang. Ah, wir sind im Königreich. Oder so ähnlich. Ja, ist die Tür Königreich? Naja, es ist eine fette Allianz. Übrigens hat die Tür dich gerade vor dem Phantom geschützt. Eine Allianz aus drei Personen. Ja, ungefähr. Okay, die aber unabhängig voneinander irgendwie quasi bauen, oder was? Oder doch zusammen alles machen? Na, wir bauen schon alles zusammen, so. Also, wenn... Ich habe jetzt die Goldfarm ja auch alleine gebaut. Ja. Die haben zu zweit die Eisenfarm gebaut. Okay, ja, die musst du mir mal zeigen. Muss mir alles zeigen. Das genau, würde ich dann ja gerne sehen. Zu dritt die Ding baut. Warum geht das nicht? Ja, das kann schon mal sein, dass wenn der Server neu... Oder wenn der Server mal Hochstart feiert oder so, dass dann solche Konstruktionen bleiben dann nochmal stehen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall hier eine Bambusfarm. Minecraft-Konstruktionen bleiben gerne stehen. Bambus wir haben, nicht zu viel. Du sagst unten? Wo ist unten? Hier rein? Achso. Ja, das ist ein Loch. In die obere Kiste muss auch noch gucken. Ja, hier ist ein bisschen Müll mit drin, aber okay. Ja, das ist noch von Jakob. Ja, das ist im Prinzip so, wie unsere Bambusfarm gelaufen ist. Genau, so eine ähnliche haben wir auch noch, also... Huch! Okay. Genau, dann hat da jemand... Ofen hingebaut. Zumindest, weiß ich nicht, naja... Luke hat mal gesagt, das war Jakob, I don't know. Für Glas. Aber das sind normale Öfen, ja, okay. Ja, normale Öfen. Genau, dann haben wir da hinten unsere Eisenfarm. Okay, da bin ich gespannt, wie ihr die gebaut habt. Zumindest war hier mal, also hier war so durch eine... Warum ist denn das Skelett? Da war mal ein Ding durch, oh, so eine Mauer. Also, wo man jetzt hier das sieht, war eine Mauer durch, so bis nach hinten. Und der Teil hier hinten war noch nicht da. Achso, ihr habt eine ganz andere Konstruktion genommen. Genau. Okay, von wem habt ihr das Design? Ich weiß es nicht, ich habe das nicht mitgebaut. Das hat Luca und Jakob gebaut. Genau, dann haben wir hier oben unseren Zombie-Freund, den Yassin. Also ich habe einen Real-Life-Freund, der heißt Yassin, deswegen. Okay, also werden hier auch Real-Life-Freunde mit verewigt. Ich merke schon. Genau. Ich merk schon. Ja, war im Discord, als ich streamen war dann halt. Ja. Also ich glaube, das ist eine Konstruktion. Muss ich mal angucken. Also die eine Seite läuft, die andere Seite läuft nicht. Ja. Aber auf jeden Fall kriegen wir viel Eisen. Und da unten geht's auch rein. Das sieht eher so aus wie eine Konstruktion, die von Spark of Phoenix gebaut sein könnte oder von Iosa. Weiß ich nicht. Also die bauen gerne solche Konstruktionen mit... Ja, fliegende Dinger irgendwie. Was? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ich bin runtergegangen. Also da gibt's nochmal einen... Alle sagen immer, die gehen runter. Wo ist unten? Nee, wir haben... Ja, hier unten haben wir das Eisen. Das nächste runter. Ah ja, ja. Aber ihr habt auch viel, ihr habt aber schon bestimmt schon viel benutzt, ne? Ja. Ich habe auch noch ein paar Stacks oben. Ja, ja. Genau, wir da sind kann man dann zugucken, wie die sterben. Achso, mit Showcase sozusagen. Genau, und da geht's dann zu einer Mine oder so. Also, I don't know, ich habe daraus eine Mine gemacht. So halb. Ich nutze sie aber kaum, weil ich nicht mine gehe. Ja, okay, wofür auch, ne? Ja, ich brauche Zeit nicht. So, dann müssen wir wieder runter und dann hoch. Schön, wie die sterben. Ja. Ein Showcase habe ich nicht eingebaut bei uns. Ich habe eine andere Konstruktion. Mhm. Dann haben wir da hinten den Stall von Jakob. Den hat er alleine gebaut. Ein Stall? Ach, aha, hier. Dann hier darunter haben wir eine Eisen... Valentix, ich habe erst gelesen. Netflix. Lol. Nee, hier darunter haben wir meine... ja, die Farm, die du mal begutachtet hast, weil da irgendwas nicht funktioniert hat. Ich weiß schon nicht mehr, was das war. Das war diese Cobblestone-Generator, genau. Ach, der funktioniert wieder? Ja, zumindest, die haben den woanders hingesetzt. Wo ist denn der Eingang? Der, ja, von wo haut man den drauf? Weiß ich tatsächlich nicht, die haben den komplett eingebaut. Warum? Zumindest will ich jetzt nichts... Also, ich weiß okay, dann nicht. Wenn du schon sagst, zumindest würde ich nicht, nee, dann lieber nicht. Genau, dann haben wir hier noch das Aquarium vom Jakob. Sieht ein bisschen trostlos aus, ne? Keine Korallen.
Ja, Korallen kann man halt nicht aufs. Ja, doch, da ist Klaus. Also Korallen, also keine Korallen, ist ein kleines bisschen trostlos. Da, guck mal, ihr habt einen Freund. Ach ne, das ist außerhalb. Da war hier eine. Ja, zum Runterspringen von Lucas Base. Ah, okay, sozusagen. Ah, okay, so macht. Oh, so eine kleine Abkürzung. Ja, ja, alles klar. Das kenne ich. Weil da unten haben wir auch noch eine Mine. Also ihr habt viele Minen, irgendeinen, ne? Villager, da haben wir irgendeinen Villager, den ich nicht kenne. Auf jeden Fall hat er ein gutes Zeug. Eine Behutsamkeit, Spitzhacke, Halbkalt, ja. Geht eigentlich. Ah, der tradet Eisen. Dafür ist der gut. Ja. Wenn er Eisen wegtradet, das ist sehr gut. Dann kriegst du hier ja unendlich viel Smaragde. Ja, wir haben aber mehrere, die Eisen traden, also. Ja, ja, das ist ja ganz gut. Haben wir auch. Genau, da habe ich da noch eine Ding gebaut. Wofür ist die Tür? Weiß ich nicht. Einfach aus. Ja, ich hatte ein paar für Türen. Da gibt es aber nichts dahinter tatsächlich. Das ist ja noch eine Tür. Huch. Ja, weil da manchmal sowas spawnt wie Creeper und so weiter. Ich bin so gut da drin, ne? Irgendwo hinzuspringen und dann nicht weiterzukommen, ist egal. So, und hier geht's richtig hoch. Genau, aber wir haben da als erstes eine Villager-Party, so gesagt. Du musst halt schnell reingehen, weil die auch mal da rausgehen. Wer hat die eingebaut? Gut, ist ja nicht schlimm. Komm rein. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Villager. Natürlich auch ein Ding, ich weiß nicht, wo der herkommt. Wahrscheinlich da kommt so ein Golem. Ja, der ist jetzt genau. Gespawnt. Dann habt ihr hier zu viele Workbenches, also zu viele Arbeitsplätze. Ja. Dann spawnen die nämlich hier drin. Also dann spawnen die Eisengolems. Ja, aber es ist eigentlich egal, ob wir da Eisengolems drin haben oder nicht, weil die beschützen ja eigentlich nur. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch. Hä? Wo war denn. Achso, sonst wäre es der gewesen, ne? Das ist ja jetzt auch weit genug weg von eurer anderen Farm. Da geht das. Ja. Wenn das zu nah wäre, würden die beiden sich behindern. Das. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Bis nach oben? Ja. Okay, durch den Aufzug? Natürlich, immer. Hep. Und hier ist dann der erste Eingang. Weil wir hatten da unten noch nichts. Wir waren immer nur hier. Hatten auch einen anderen Eingang noch. Zwischen Basis der Allianz. Also, das, also. Das Gelb, ne? Wer hat sich das einfallen lassen? Ich hab gesagt, es soll rot. Ich hab gesagt, es soll rot, aber. Gelb auf hell, ich erkenne nichts. Ja. Dann okay. Hier das Vordach von Luca. Weil der lebt ja hier, so gesagt, darunter. Hier lag es aber jetzt ziemlich wegen den Schwein da hinten. Wieso? Also, wie kommt der denn da rein? Da kommen wir gleich noch. Ach so, da kommen wir gleich noch zu. Ich dachte schon. Genau, da haben wir hier eine Kuhfarm. Ich weiß nicht richtig, wie die funktioniert. Luca weiß das. Die kann man füttern, dann kann man die verbrennen und so weiter. Ja, man packt die hoch. Andersrum. Eigentlich sollten die dann gebratenes Fleisch machen. Aber ja, so, jetzt kommen die hoch. Jetzt kannst du die füttern. Genau. Und wenn sie runtersetzt, dann vermehren die sich und dann gehen die von alleine kaputt nachher. Ja, so, da oben haben wir noch ein Feld. Okay, verstehe ich. Ja, okay, so ein Feld. Aber ihr habt ja auch eigentlich alles, ne? Ja, wir haben habt ihr Kürbisse? Hab ich auch. Uff, was also, habt ihr hier? Ja, ich hab. 50 Millionen Schweine. Ein paar viele Schweine. Aber das war Jakob seine Idee. Ah, ja. Also, wenn das der Tierschutz sieht, ne? Ich sag dir, wenn das Toni hier sieht. Hier gibt's keinen Tierschutz. Du kennst Toni nicht. Er ist hier noch niemals reingekommen. Ja, genau, okay. Zu dem Tony Park hier nochmal eine kleine Story. Da war der Seeblatt da noch nicht da. Ich habe ein Schaf gefangen, habe das da reingetan. Ganz normal, alles normal. Ich habe ein neues gefangen, habe es auch da reingetan. Habe die vermehrt. Das Babyschaf ist dann immer so hoch. Ist dann immer runter und habe Falldamage bekommen. Oh. Und ist dadurch gestorben. Danach habe ich ein neues gemacht, habe das mitgenommen, habe es hinten in meine Base getan. Und da habe ich dann eine Erweiterung gebaut und so weiter. Genau. Eieiei. Aber jetzt ist das. Also ist das eine Schafsfoltermaschine? Nein, soll es eigentlich nicht sein. Eigentlich soll es so ein kleiner. Ja. Ein wo man halt. Grünpark zum Chillen. Nee, für die Schafe oder Schweine. Weil wir wollten da ja auch Kühe und so weiter haben. Ja. Dann sind wir hier in Lucas Base. Da war auch davor Jakob drin. Der hatte immer noch sein Bett. Ach, hier sind wir, wo wir. Ah, ja, okay.
Genau. Ach, guck mal, hier gab es schon einen Banner von einem Raid. Ein paar viele Banner haben wir. Da hatte ich auch ein paar viele Raids. Ja. Genau, Vögel, runter dürfen Angeln und so weiter. Books, Food, na, was steht da? Angucken. Zutritt für Leute, die nicht in der Allianz sind, verboten. Was ist da? Ja, ein paar Farm. Also, eine Dingfarm. Was für eine Farm? Zuckerrohrfarm. Eine automatische Fischfarm. Eine AFK-Farm meinst du? Ja, so ungefähr. Und halt noch eine Hühnchenfarm. Ah, okay. Ja, gut. Ich habe eine, die ist nicht automatisch, die macht nur Ding. Da können wir da hinten reingehen und dann noch in Nether. Ach, ihr habt im Nether was gebaut? Okay. Ja, Goldfarm und so weiter. Ich habe eine Kokosnussfarm, genau. Nee. Kakaobohnenfarm. Ja, das ist, ja. Sieht, also, wenn die so stehen, sehen die nicht mehr so hübsch aus, ne, irgendwie. Das sieht halt echt aus wie eine Farm. Das soll ja auch eine Farm sein. Ja, ja, aber sieht dann halt echt aus wie eine Farm, ne? Das ist ein bisschen. Okay, genau, hier wird ein bisschen geflext mit den ganzen Wassermelonen. Genau. Und eine Kürbisfarm, aber die habe ich noch nicht gebaut. Dann hier hinten einen Rezeptehalter, so gesagt. Warum habt ihr das gemacht? Mit den Dingen drüber. Ja. Weil ich die so klein haben wollte. Zumindest mir hat es da so gefallen eigentlich. Und ich habe ja da hinten. Und ihr habt die gebaut, damit die anderen nur hier wachsen können oder einfach so? Auch. Auch deswegen. Ästhetische Gründe. Ja. Okay. Oh, ein Eisenblock. Genau. Ah, okay, das ist das, was du meintest, ne? Ein Ei, ja. Ein Zucker, ein Kürbis, gleich, ein leckerer Kuchen. Genau. Ah, okay. Dann habe ich da hinten einen Ofen. Uff, was ist das? Das ist ja Eierfarm hier. Ja, das ist eine Eierfarm. Okay, das ist ein normaler Ofen, ja? Ja, ein bisschen automatisch halt. Also komplett eigentlich. Du tust halt zweimal Sachen rein, ein Brennstoff. Soll ich dir einen Tipp geben? Hast du einen. Ja. Hast du einen Schalter? Schalter. Weiß nicht. Könnte, glaube ich, einen machen sogar. Lachs, pass auf, mach mal einen Schalter. Ja, ich hol mir kurz ein Ding. Da noch drin? Da ist noch drin. Ich hatte doch sowieso noch einen Schalter, glaube ich. Ich hoffe, du wirst dich freuen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es klappt. Kommt drauf an, wie häufig ihr den Ofen benutzt. Aber den benutzt er ja normalerweise häufig, oder nicht? Ja, pack mal vorne, Zeit. Pack mal vorne drauf den Schalter. Hoffentlich klappt das jetzt. Wenn ich den Schalter nicht falsch rum gemacht habe. Nimm mal den Fisch da raus und guck mal auf dein Level. Was? Jetzt machen wir den Schalter wieder nach oben. Und? Was? Alles gut? Wie viel Level hast du gekriegt? Ich war auf Level 12 oder so. Und jetzt bist du? 21. Na also. Okay, das merke ich mir. Also, das was du hier gebaut hast, ist quasi auch eine XP-Farm. Immer genau, wenn du was durchbrätst... Er kriegt der Ofen Erfahrungspunkte und der sammelt die einfach die ganze Zeit. So lange, bis jemand händisch da ein Item rausnimmt. Ja. Und das kannst du eben halt erreichen mit dem Schalter. Das ist praktisch. Ja. Genau, dann... So, jetzt brauche ich aber was zu essen. Ich muss was zu essen haben. Könnt ihr den selbstgemachten Kürbiskuchen. Perfekt, danke. Sollte erstmal ein bisschen reichen. Genau, habe ich hier eine kleine Farm und Süßbären für... Ah ja, okay, perfekt. Das sieht ganz gut aus, ja. Dann hier ein paar Schildkröten. Also ihr macht das gerne hier mit den Teppichen, ja. Ne? Aber das habe ich jetzt hier so gemacht mit den Dingern, weil die da immer drüber gesprungen sind. Und jetzt kommen die da nicht mehr raus. Die konnten halt da drüber. Ja, Teppich ist so euer Ding, glaube ich. Da sieht man... Oh. Da kommst du nur wieder rein, wenn ich den Teppich abbaue. Das sind überall... Warte. So. Wieso komme ich hier nicht so? Ich bin zu fett. Du hast, glaube ich, den Teppich eingesammelt, wenn er gerade despawned ist. Nee, ich habe nicht. Nee. Okay, warte, ich gebe dir kurz einen Teppich, da musst du
springen. Oh, jetzt ist er wieder gespawnt. Dann musst du springen auf den Block, genau. Achso, und den Teppich platzieren, oder was? Genau, dann musst du den dann platzieren. Oh Gott. Ich hab dir den jetzt eigentlich hingeschmissen. Ja, jetzt hab ich ihn. Ich bin so gut in sowas. Merkt man, oder? Ja. Oh Gott sei Dank. Genau. Ich hab's geschafft. Freiheit! Und unten hab ich dann meine Base. Und Schaf. Okay, unten sind Schafe. Ach, da ist dein Regenbogenschaf. Guck mal. Genau. Was ist eigentlich, wenn du das scherst? Da bekommt man weiße Wolle raus. Ach so, schade. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ach, guck mal, eine Katze. Wir haben alle Katzen, tatsächlich. Naja gut, es gibt ja wahrscheinlich auch genügend durch die Villager, ne? Aha. Oh, eine Glocke. Ging die bei euch auch so ab? Bei dem Raid? Die Glocke? Ja. Nö. Wir haben eine Glocke bei uns bei den Villagern stehen. Und wenn ein Raid kommt, dann bimmelt die ganze Zeit wie verrückt an den Glocken. Sollten wir vielleicht auch machen. Ununterbrochen. Dann würden wir es merken. Genau, und dann siehst du die auch. Das ist furchtbar laut. Richtig laut. Zumindest richtig, die können halt nur reinkommen mit Dingen. Aber... Also ich habe halt hier meine, so gesagt, Base. Lager. Ja. In einem Bett. Aber sonst gibt es hier eigentlich auch nichts anderes. Okay, ja. Ist ein bisschen, sagen wir mal so, jeder hat so seine eigene kleine Nische, ne? Ja. So in einem großen, bebauten Gebiet hat jeder so seine eigene Nische. Aber ihr habt noch nicht so ein Haupthaus oder sowas, oder? Nö, das haben wir noch nicht. Okay, ja. Das habt ihr nicht. Werden wir wahrscheinlich auch nicht machen. Okay. Genau, dann würde ich sagen, entweder, also möchtest du als erstes Nether oder zu Jakobs Base? Mir egal, wie du möchtest. Ja, dann gehen wir zu Jakobs Base. Da gibt's ja Gott sei Dank, also da gibt's einen Aufzug nach oben und da muss man noch hoch runterspringen. Das machen wir erstmal den Schweinchen vorbei. Ja, der andere Aufzug ist nicht fertig. Also ihr habt aber auch Wegführungen hier? Ja. Du musst einfach runter. Oh mein Gott, und das soll man treffen? Ja. Oh, das war knapp. So, dann bin ich das hier ausgeleuchtet. Hab dem hier ein bisschen Zeug hingebaut, hab auch den Aufzug gemacht. Genau, und Jetzt kannst du ja mal hier reingehen. Von vorne sieht's ganz schick aus, aber... Ja. Das meinte ich mit nicht fertig. Warum? Weiß ich nicht, warum da eine Tür ist. Kommt da eine Etage drüber? Weiß ich nicht. Also aber ich war hier beim Bau. Da muss ich ja so durchlaufen. Ja, ich habe hier beim Bauen nicht mitgeholfen, bei dem Haus. Okay. Dann würde ich sagen, gib mir einen Nether, da haben wir... Das sieht hübsch aus. Aber da, ja, also hier habt ihr auch eine schöne Aussicht, ne? Schön In so eine Höhle rein. Die Aussicht finde ich auch ganz hübsch. Wir haben eigentlich von überall in die Höhle eine Sicht. Eigentlich relativ hübsch. Genau, so. Dann hat halt noch zum... Yes... Ab in Nether. Zum Nether, genau. Da haben wir dann eine spezielles Ding. Das klingt aber falsch. Nicht das. Ein spezielles Ding. Ja, halt eine Goldfarm. Ach so. Ich glaube, ich muss gleich ein bisschen leise sein. Also, komm, wir warten. Ne, schreck dich nicht, da ist ein bisschen zu gebaut auf einer Seite, wenn du rauskommst. Hier ist ein Schwein. Ja, das ist da raus. Ist das euer Glücksschwein? Was hab ich? Du hörst mich noch, ne? Ja. Tschüss, Schweinchen. Oh nein, der haut einfach... Ist egal. Dann haben wir hier eine Katze. Die hat aber noch nicht getankt. Ihr habt aber nicht euren Weg mit unserem verbunden, ne? Nee. Nee. Wir wissen gar nicht, wo euer Weg ist. Wir müssen einfach da hinten lang. Was machst denn du hier? Mal, ihr habt Freunde. Ja, die wir benutzen, um mal Gold zu machen. Wie? Ganz schön weit. Ja, ich baue da noch ein Ding hin. Eine kleine Achterbahn, so gesagt. Für die schnell geht. Genau. Dann. Hier habe ich was markiert. Den, wo es runter geht, zur Base. Farm. Und hier habe ich die Farm aufgebaut. Testgoldfarm. Ja genau, da würde ich jetzt nicht runterspringen. Was sind die da überhaupt noch drin?
Nee, ist keiner drin. Ich hab das auch wieder reingeloggt. Genau, die denken sich halt, oh, geiles Ei, möchte ich zerstören. Rennen da durch und fallen darunter, weil sie denken, der Block geht hier durch, aber... Ja. Zu, auf, am besten geht's, wenn die hier durch, weil da, ne? So, und dann kommen wir mal runter. Die sind aber nicht ganz kaputt, ne? Die sind nicht ganz tot wahrscheinlich, wenn die unten ankommen. Nö, nee. Die sind nicht ganz tot, dass wir EP bekommen. Okay, also macht da also, gleichzeitig eine EP-Farm mit draus. Genau. Wenn wir unten sind, können wir die hitten. Kleine Zombies eher weniger. Da muss man dann springen oder man muss die dahinter locken, wo ich eins hochgebaut habe. Man sieht auch, dass ich hier Zeug habe, weil hier ist ja eine Kiste. Und hier hängt man dann auf. Fest? Genau, und das ist für die Kiste. Achso, jetzt habe ich es auch hier ist ja eine Kiste, das, da habe ich jetzt einen Schärfe 3 Schwert, Goldschwert und Verbrennung 2. Ein bisschen Gold halt. Ja, das ist ja schon nicht schlecht. Genau, die funktioniert komplett. Oh. Also mit dem Eisenschwert das sind die One-Hit, aber mit normaler Ding nicht. Ich laufe einmal hier außen rum. Ich habe noch nicht hier geschafft hochzukommen. Du schon. Ah, hier gibt's nämlich EP. Ja, hat noch nicht jeder eingesammelt tatsächlich. Also zumindest, Luca weiß es noch nicht. Also doch, er weiß es schon, dass ich eine gebaut habe. Ich war jetzt der Einzige, der da unten war und du. Ja, ich du bist das der Erste, was der... Der erste war der, weil du jetzt der erste okay, richtige baust du das ja. Dann hier alles wieder zu? Achso, ich denk, geht ja gar nicht. Na, ich denke, ich baue hier vorne die Schlucht ein bisschen zu. Du baust die Schlucht wahrscheinlich zu, dass du eine gerade Fläche hast, dann baust du wahrscheinlich hier ein bisschen was ab, damit du was gerade Fläche hast. Okay, sowas eben halt, ne? Ja, einfach, dass da ein paar mehr spawnen. Wart ihr da unten auch, da wo die Steine sind? Yep, da unten waren wir auch. Zumindest ist da mal Luca rum, Achtung. Was macht der denn mit mir, Bösewicht? Mach das nochmal. Ich habe heute tatsächlich, weil ich die gebaut habe, habe ich halt heute tatsächlich das erste Mal das Achievement zum Ding bekommen. Was habe ich dann? Also ich habe dann dreimal den Gast. Ja. Also zurück zum Sender habe ich halt bekommen. Ja, das ist super. Ich schlag ihn mal. Mann! Zumindest jetzt würde ich mich nicht mit denen anlegen, weil du siehst ihn nicht. Und er kann schlechter eben. Dann. Ja, ich spare eigentlich auf einen Bogen und auf eine gute Pickaxe. Ja. Ach, du meinst wegen Diamanten sparst du das? Ja, ich habe jetzt Smaragde so. Also ich würde mir glaube ich als nächstes Ding holen. Der da geht auch wirklich nicht. Ich habe jetzt auch schon drei Dinge. Also. Ja, die Tränen von denen habe ich halt. Ja. Dreimal. Also. Wenn du irgendwas brauchst, im Prinzip, ne? Du kannst von uns alles haben, eigentlich, was du willst. Ja, wir haben echt viel genug. Wir haben alles. Guck mal dahinter. Wohinter? Komm mal mit. Ich hab da nichts gebaut, aber. Erstens, wie kam das Hühnchen da rein? Das. Und warum hat der sich da drauf gesetzt? Weil er sonst zu klein ist. Ja, schon klar, aber. Der hätte. Zufall eigentlich, dass es erstens das Hühnchen genau da ist, wo er ist und dass er sich dann da auch noch draufsetzt. Ja, schön. Supi, den töte ich erstmal. Nee. Du willst den töten? Und alle greifen dich an? Ja, weil ich die dann da hinten locken. Nee, meine ich. Achso, dann kannst du die nach da hinten locken. Achso, genau, ja, aber stimmt. Ich habe ja eben das Ding und hier und wenn die Luck haben, dann rennen die hier halt drüber. Deswegen nie hier chillen. Die rennen rüber? Die rennen rüber, manchmal. Aber die schaffen also das hier nicht. Hier rennen sie meistens drüber. Aber die schaffen das nicht bis zum Ei. Doch. Letztens ist mir das Ei erst kaputt gegangen. Ja, aber warum machst du denn nicht einfach nochmal ein Ding weg? Eine Reihe, dass das wirklich nur in der Mitte eins ist. Warte, jetzt glaube ich, sehen wir es gleich. Entweder rennt jetzt drüber oder er fällt runter und bekommt keinen Fall. Mensch. Er hat den Mütchentrick genutzt. Wenn jetzt... Ich muss mal kurz runter, wen töten. Und also, nochmal spielen Ding. Also. Du könntest halt einfach bloß den einen in der Mitte drin lassen. Guck dir, der kommt da gerade hoch. Was? Ja, der kommt da gerade hoch. Ah ja, guck an. Er weiß, wie es geht. Ja. Einmal runter und damit hoch. Der kommst du. Geh und mal wieder zurück noch zu deiner Familie. Was macht der Enderman hier? Es geht da wieder rein, siehst du? Hä? Ja, weil er, wahrscheinlich, weil er die ganze Zeit von dem Ding getriggert. Mann, scheiße, Mann.
Warum machst du nicht hier noch die Reihe weg? Die, ja, ich könnte ja auch hier einen Block hinmachen. Nee. Naja, ich habe ja. Wenn du die Reihen wegmachst, dann fallen die ja hundertprozentig runter. Genau, aber ich habe dann keine Dinge mehr. Trichter. Keine was? Weißt. Ach, du hast da unten keine Trichter oder was? Ach ja, so, also beziehungsweise du kommst da nicht dran, das meinst du, ne? Du kommst genau, da kann ich dann keine Trichter mehr machen. Deswegen. Okay. Naja, gut. Ich die machen aber. So, wo geht's jetzt wieder zurück? Ich habe wieder Orientierung verloren. Ich bin wieder so da. Du darfst das Schild abbauen, wenn du willst. Wieso? Weil es jetzt kein Test mehr. Funktioniert ja. So, perfekt. Test bestanden, läuft. Supi. So. Wir haben tatsächlich auch noch ein Ding, also eine. Also so eine Base, oder nicht eine Base, nee. So ein großes Schloss halt. Jetzt muss ich ja mal fragen, ne? Warum baut ihr hier eigentlich keine Treppen? Weil ich das, also. Ich bin da letztens hin und dann. Waren da halt keine Treppen. Zumindest das war hier alles schon aus, aber. Wir brauchen ja auch irgendwie keine Treppen. Ja, aber also mit Treppen wäre es doch einfacher. Ja, wäre schon schneller so, aber. Also als erstes sind wir immer dahinter hingegangen und haben da uns da hochgebaut und die. Was machst du schon wieder hier? Schweinchen ist wieder da. Weißt du, geht immer wieder rein und dann wieder raus. Aber das wäre eigentlich die Base gewesen. Okay, perfekt. Ja, da habt ihr ja doch schon. Also ihr habt einiges gebaut. Allerdings nicht so. Also jeder so mehr für sich so, teilweise. Ja. Also teilweise wirklich jeder mehr so für sich. Und das ist ja aber vollkommen in Ordnung. Ihr seid ja eine Allianz, ihr seid ja nicht eine und dieselbe Person. Ja, wenn wir Zeug brauchen, dann fragen wir halt jemand an, das mit der gibt es dann halt meistens. Genau, also ja, das ist ganz cool. Also von hier aus, also ich muss auch sagen, das Häuschen gefällt mir von hier aus, ne? Sieht echt gut aus. Ja, aber von hinten halt dann, ne? das darf keiner wissen, das ist egal. Bei uns sehen manche Sachen auch einfach von vorne gut aus und von hinten nicht mehr. Also um Gottes Willen. Auch die Brücke gefällt mir, das Brückendesign hier mit dem hellen gefällt mir auch. Ja, wir hatten davor ja Dirt, danach haben wir Cobblestone. Dann haben wir die Mauern hinzugefügt und dann war ich als erstes mal im Nether und hab Blossom geholt. Ja, und vor allen Dingen spawnt ja dann hier auch nichts, ne? Kein Blödsinn und so weiter. Genau, aber dafür hatten wir ja eigentlich die Fackeln, die da sind. Das hier ist also ein bisschen jede gefährlich. Base ist, naja. Die Ecke ist ein man bisschen darf gefährlich. Man darf hier ja durchgehen. Ist ja eigentlich so Wort, wenn hier durchgeht, wo ich bin. Weil habe ich ja meine Eier, ne? Hä? Hier auch. Ja, hier gibt's einen kleinen Weg. Ach so, hier rum? Ach Gott. Nee, das ist doch. Also, eure Wegführung ist halt, ne? Nee, hier wird's halt leichter gehen, so. Ja, hier. Ach so, hier ist eine. Ach, hier ist eine Aussparung. Ja, aber das ist ein bisschen gefährlich. Eure Wegführungen sind schwierig, ich sag's euch. Ah Gott, ey. Wenn man bei euch Geheimkisten finden will, ja, keine Chance. Das sind zwei Hühner. Ja, die kommen manchmal raus. Brauchst du die? Nö, eigentlich nicht. Guck mal, wie schön die fliegen können. Ja. Warte mal, hier, kannst dich draufstellen. So, jetzt bin ich Shutter von eigentlich. Guck mal, wie schön. Okay, das reicht. Super. Einfach Funktion Insta gekommen. Ich habe ein paar Mal gesneakt. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Teppich. Also ganz nicht einfach. Ja, ganz einfach. Es geht sogar, in der Tat. Ja, halt nicht über den Teppich und. Die hauen sich da durch, ha? Ja, machen die. Weil es halt zu viele sind. Ja, ich töte die manchmal. Oder ich. Das darfst du nicht Toni erzählen. Sag ich dir. So, schön. Dann, gibt's noch was du mir zeigen möchtest? Nee. Nö. Wahrscheinlich nicht mehr. Okay, dann bedanke ich mich für die Rundführung. Jo, alles klar. Ich bin gespannt, was ihr dann, wenn ihr dann ins richtige Projekt mitkommt, was ihr da dann macht. Da bin ich also wirklich gespannt. Wir werden jetzt noch ein paar Basen vorstellen. Ich werde mal so langsam sicher mal alle Leute mal anschreiben und gucken, ob jemand Lust hat, mir die Basis zu zeigen. Weil man muss ja sagen, es sind jetzt, wie lange ist her? Ungefähr anderthalb Monate.
Ja. So ungefähr anderthalb Monate, wo wir angefangen haben. Und da interessiert mich das ja doch, wie weit die Leute gekommen sind. Ja, korrekt. Ja. So, also ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.